PanzerFanTV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer im Wipraum im Stadion, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Kickers Offenbach gegen Hansa Rostock. Ich darf Ihnen vorstellen, den Trainer unserer Gäste aus Rostock, Peter Vollmann, und unseren Trainer Wolfgang Wolf. Der Gast hat zunächst das Wort. Peter Vollmann, Ihr Statement zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch auch meinen Kollegen. Ich denke, dass es insgesamt von beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel war. Wir haben in der ersten Halbzeit natürlich, wenn man so beide Mannschaften sieht, hat jede Mannschaft ihre eigene Qualität, ihre eigene Fähigkeit. Zum einen war ja die Fähigkeit von Offenbach, hier eine gute Standardsituation zu spielen, sind sie auch mit in Führung gegangen. War für uns ein schneller Rückstand, den wir aber trotzdem immer wieder daran gearbeitet haben, den Ausgleich zu schaffen. Das haben wir dann auch geschafft. Gleiche Situation in der zweiten Halbzeit, wo wir ja dann auch schnell wieder das Tor bekommen und gleich auch wieder zurückkommen durch eine Situation. Ich denke, beide Trainer haben sich heute geärgert über die Gegentore grundsätzlich, weil sie aus meiner Sicht irgendwo vermeidbar waren. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit zwei Riesenchancen gehabt haben, vielleicht sogar auch in Führung zu gehen. Und dann kam die 90. Minute, wo dann letztendlich Offenbach sich da zwei-, dreimal gut durchgesetzt hat. So eine Fehlerkette entstanden ist von zwei, drei Situationen. Dann der Abschluss erfolgt ist. Ist für uns natürlich bitterer Moment, dann in der 90. Minute so ein Spiel. Ich glaube, wenn dieses Spiel, ohne meinem Kollegen jetzt da wehtun zu wollen, wenn wir es dann letztendlich unentschieden gespielt hätten, wäre auch nicht unverdient gewesen. So haben wir heute verloren. Wie gesagt, ich denke, es war insgesamt ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und wir haben jetzt eine lange Rückreise, können uns überlegen, wie wir das nächste Spiel gegen Braunschweig angehen. Danke. Vielen Dank, Herr Vollmann. Wolfgang Wolf, Flutlichtspiel, 5 Tore und am Ende dann ein Kickersieg. War das heute ganz nach Ihrem Geschmack? Nein, das war natürlich nicht nach meinem Geschmack. Das war zu aufregend, zu nervenaufregend und nervenaufreibend. Und ich muss meinem Kollegen zustimmen, im Großen und Ganzen hat er recht. Ja. Das Spiel war, wie man so schön sagt, für ein Spitzenspiel. Die Spitzenspiele sind ja nicht immer das, was sie versprechen, aber das Spiel hat heute alles gehalten. Alles gehalten, dramatisch bis zum Schluss, und dann so ein Spiel, wie es gelaufen ist, kann nur durch so ein Tor entschieden werden. Nur durch so ein Tor, durch ein sensationelles Tor, das kann nur Dennis Berger bei uns, ja. Und ich muss sagen, wir sind ein bisschen besser ins Spiel gekommen, sind durch einen Standard 1-0 in Führung gegangen, und dann habe ich das Problem, dass wir einfach das Spiel aus der Hand geben, ja. Und dann sind wir nicht achtsam, sind nicht eng bei den Leuten dran. Dann ist eigentlich logische Konsequenz des 1-1. Das ist klar. Wo wir die Rostocker laufen gelassen haben, spielen gelassen haben, wir sind nebenher gelaufen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ich habe dann ein bisschen reagiert und habe ein bisschen was umgestellt, damit wir wieder aggressiver in die Zweikämpfe kommen. Da kommen wir raus, wir wollten draufgehen, wir wollten aggressiv sein und haben alles das umgesetzt. Und nach 2 Minuten steht es 2-1. Und nach 3 Minuten steht es 2-2. Ja, ich muss ja mal einen Vorsprung, den wir uns hatte arbeiten gegen so eine Mannschaft. Die Rostocker Mannschaft war heute brandgefährlich. Ja, den muss man mal verteidigen über längere Zeit, dass wir auch in eine Kontersituation kommen. So steht es gleich wieder 2-2, wieder ein Nackenschlag. Ja, und dann war es ein offener Schlagabtausch. Ich wollte heute unbedingt die 3 Punkte hier haben, dass sie über 90, in der 90. Minute fallen. Das Torfeld ist glücklich. Ja, aber ich habe auch alles riskiert. Ich habe alles gebracht, was offensiver auf der Bank ist. Ich habe dann nach 60 Minuten auf 4-4-2 umgestellt. Ja, und ja, natürlich waren ein, zwei Kontersituationen brandgefährlich. Da haben wir alles gebraucht. Ja, letzte Grätsche und Robert und auch vielleicht das ein bisschen Glück, um den Rückstand zu verhindern. Und dann am Schluss machst du ein Tor. Letztendlich geht es nur so, dass man auch mal so ein Spiel über 90 Minuten gewinnt. Und Kompliment an die Rostocker Mannschaft, die haben heute mit uns ein denkwürdiges Spiel abgeliefert. Ja, ich denke, ich habe in der dritten Liga noch nicht viel bessere Spiele gesehen, aber sie haben auch von den Fehlern gelebt, aber Fußball lebt von Fehlern und die Spannung kommt von Fehlern. Wir haben unseren Fans was geboten und ja, so kann es nicht weitergehen für die Trainer, aber mit 3 Punkten kann es weitergehen. Jetzt beobachten wir Koblenz und dann schauen wir, was am Samstag dabei rauskommt.
Dankeschön. Vielen Dank, Wolfgang Wolf. Gibt es Fragen? Dann bitte ich um eine kurze Wortmeldung. Und wir bringen dein Mikrofon an den Platz. Einen Moment. Frage an Herrn Vollmann. Bereuen Sie es im Nachhinein ein bisschen, dass Sie bis zum Schluss auch den Sieg wollten, dass Sie Marcel Schied ausgewechselt haben und für ihn auch einen Stürmer gebracht haben? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, dann vielleicht nochmal die Abwehr zu stärken, dass man dann so nicht überrascht wird hinten raus noch? Gut, jetzt, wie Sie schon sagen, ist es dann nach 90 Minuten, wenn dann das Tor fällt, ist es sicherlich so. Ich habe ja mit Malek Bolivar auch einen kopfballstarken Spieler gebracht, der einfach, wenn noch Standardsituationen für Offenbach entstehen, da waren sie ja und sind sie ja brandgefährlich, dass wir da zusätzlich noch einen Mann haben, der dann in der Luft die Situation mit bereinigen kann. Und wie gesagt, so ein Tor, wie Wolfgang schon sagt, das passiert schon mal in der 90. Minute, wo dann eben ja, drei Fehler hintereinander sind und der Spieler das natürlich auch sehr gut macht, das muss man ja dem Spieler auch zugestehen. Für uns natürlich, wie gesagt, sehr ärgerlich, aber ich glaube, dass es von dem Sinn der Maßnahme einfach uns dann noch auf die letzte Flanke von Offenbach besser einstellen zu können, auf den letzten Freistoß, die Auswechslung schon okay war. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich noch die anderen Ergebnisse von heute vorlesen. Braunschweig gegen Rot-Weiß Erfurt 4:0. Stuttgart 2 gegen Unterhaching 1:1. Babelsberg gegen Bremen 2:0. Dresden gegen Regensburg 1:1. Und Heidenheim gegen Rot-Weiß Aalen 3:0. Wir wünschen unseren Gästen aus Rostock alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ihnen Dankeschön fürs Kommen und noch einen schönen Tag.